Wir müssen nämlich hier rein. Jetzt folgt eine ewig lange Sequenz. Das sind meine Finger. Und ich halt es. Na, obwohl. Keine Szene, keine Musik spielt. Jetzt kann ich ruhig. Wow, okay. Jetzt kann ich ruhig weiter labern. Wie groß das hier alles ist. Aus welchem Material besteht es? Irgendeinem speziellen Eisen. Lapislaz. War ja schon gemacht, sorry. Irgendwelchem komischen Eisen. Blauem Eisen. Ich kenne keinen solchen Stoff. Überall diese Wachtruhen. Die schulden mir immer noch 20 Euro. Ich hab's nicht vergessen. Aha, wir hängen nicht mal richtig dran. Sondern wir hängen so an der Seite. Oh, warum ist mein Zimmer so kalt übrigens? Langweilig. Give me something to show. Die Stalker. Die sind so richtig. Sehen schrecklich aus und sind schrecklich und. Oh mein Gott, wo haben sie all ihre Kapseln her? So, werden wir jetzt nach. Nein, wir werden weiter nach vorne geschoben. Jetzt. Kommen wir unten hin? Komm, meine Soldaten. Ah ja, da wird gerade eine Stelle repariert. Was sind diese Glasfasern? Sind das Glasfasern? Wenn ja, dann ziemlich groß. Bitte nicht mehr. Sind die hier kugelsicher, diese Westen? Diese. Jetzt. Diese, verdammt. Kokons? Ich hoffe. Ich zitter. Wenn ich meinen Arm jetzt hochhebe, den ich die ganze Zeit eigentlich auf meiner Leber liegen lasse, ist das ungefähr so. Yep. Oh nee, hier werden diese. Es sind also doch Maschinen und sie sehen irgendwie organisch aus. Ich kann mich helfen, sie sind irgendwie auch gar nicht aus. Dort fährt ein Zug. Ein Handelszug? Wo wollen die hinhandeln? Wow, Vorsicht. Langweilig. Was machen wir so in der Zeit? Ach, ist es bald zu Ende? Nein, das wird noch dauern. Yep, in jedem Half-Life-Teil so eine lange Fahrt. Wow. Was? Oh, wir sind. Was passiert? Ein Antigravitationsfeld, würde ich mal sagen. Oh ja, das ist mein Lieblingspart. Aber irgendwie auch nicht. Yeah. Nein. Ihr kriegt sie nicht. Nein. Nein. Breschi. Oh. Was passiert da? Du hast weh? Nö. Funkzahl tut nicht. Oh. Was tun wir jetzt? Wir haben keine Waffen mehr außer die Curvy Gun. Und das macht uns absolut gar nichts aus. Denn mit der blauen Curvy Gun vaporisieren wir zwar alle Waffen, aber egal. Wir können wirklich. Deswegen liebe ich das so. Ach, stimmt ja. Die Ladestationen haben auch unser Anzug verstärkt. Halt die Schnauze, Breen! Ich hab genug von deinen Machenschaften. Das wollte ich schon immer mal machen.
Strike. Nein. Was war das? Split? Spare. Spare, genau. Ha. Good fly. Halt die Schnauze. Niemand will dich. Du bist ein OPFER. Breen. Nein, das würde alle Opfer der Welt beleidigen. Wo ist es lang? Ach, da. Hüp. Oh ja, ich weiß. Guten Flug. Ich habe keinen Bock, eure Leichen zu sehen. Die sind schon längst tot, aber irgendwie schreien sie nochmal. Die Toten schreien nochmal, wenn sie vaporisiert werden. Aha. Mhm, ist klar. For sure, for sure. Nein, nichts ist for sure. So, was habe ich hier zu tun? Hier sind normalerweise auch. Wir können selber durchgehen. Cool. Cooles Gel. Hätte ich gerne ein Portal. Ach hier, hoch. Ciao, ihr Loser. Wow. Oh ja, nice. Oh, diese Energiekohlen sind das Beste, was einem passieren kann. In Half-Life 2. Wenn wir hier reinkommen, sind wir tot. Das Gute ist, wenn die Gegner reinkommen, auch. Dann sind die tot. So, 100 und 200. Das ist. Wow. Oh, okay. Ja, wenn ich mit der Sniper nicht kann, dann aber mit der Waffe. So, ach so, hier. Oh, nice. Schon wieder Spare. Und weiter geht's durch das Combine-verseuchte Gebäude. Ich hoffe, wir haben es bald durch. Also eigentlich müssten wir es bald durch haben. Au. Danke. Du bist scheiße. Strike. Oh. Shut up. Ach, da. Und der Aufzug dauert so lange zu nehmen. Oh, komm schon. Genau das passiert, wenn man mein Geld nicht gibt. Strike. Oder waren das 9? Kann ich sagen, alle 9er? Hm. Who knows, who cares. Oh, kann der. Ja, da kommt er. Mit einem Schneckentempo. Unglaublich. Friss das. Niemand will euch. Findet euch damit ab. Übrigens, ich habe hier eine Ladung. Moment. Ich habe hier eine Ladung Print für euch.
Einmal bitte. Bzzzt. Dankeschön. Sie werden nun hochgefahren. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld. Ja, das sollten Sie auch besser. Wow. Fast. Ich hole die Toten zu mir. Oder auch nicht. Oder ich werfe Bälle auf die Lebenden. Weil das macht Spaß. Probier's doch mal aus! Ja, probier's doch mal aus und so weiter, klar. So. Du kommst auch mal her. Nein, das ist eine Glasplattform. Achso, ich dachte schon. Spring doch einfach mal da runter, klar! Suizid-Combine. Was das? Nein. Igitt. Putzfrau, keine guten Dienste. Ich weiß, es ist hart, diese Schussflecken zu entfernen. Hier diese, aber das Blut müsste doch wenigstens rausgehen. Halt die Schnauze! So. Jetzt tue ich deinen Soldaten mal Unrecht. Jetzt kriegen sie es, volle Breitseite. Ihr wollt eine Ladung freen, ihr arbeitet für ihn? Dann habt ihn! Nein. Die kriegen jetzt wieder die volle Ladung freen. Was sagt Green so gerne? Warum? Oh, ho, ho. Höh, wer will noch was, hä? Jetzt mache ich hier Rampage-Mode. Boom! Oh ne, ich erinnere mich an die Szene. Boom! Perfect! Au, au, au. Okay, take this. And fuck him up. Wow, zwei Hits. Low. Ja, habt ihr ein Striderbein? Habt Spaß mit ihm. Und eine weitere Ladezone. Das ist wie die Antigravitationszone, die unsere Waffen kaputt macht. Genau dieselbe Szene. Wir fallen runter und sind dann in der Zone. Nur, dass es hier schnell vorbei ist. Und wir nicht wieder Gefreche verlieren. Ich hoffe, wir kriegen die irgendwann mal wieder, ne? Oh! Nein, du kommst her! Du kommst... Nein! Okay... Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Nein, war es nicht. Gut. Und eine weitere Fahrt. Ja, ist gut. Fahr weiter. Meine Güte. Oh. Was? Wer? Wie? Dumm, dumm, dumm. Ja. Noch niemand hat so lange... Oh. Oh. Was für ein roter Laser? Tut er weh? Nein, nein, nein. Fotos 10 Cent. Ja, ich bin mit dem Preis runtergegangen. Tut mir leid, Leute. Ich wurde gezwungen.
Und ich werde immer höher und höher und höher gebracht. Und höher und höher und höher und höher und höher. Okay, ich höre schon auf. Oh mein Gott, was sind das für Dinger da unten? Habe ich das nicht erkennen können? Oh, wie gerne ich das jetzt abschießen würde. Und das, und das. Sind noch eins? Nein. Oh ja. Eine lange Fahrt nach oben. Und eine dunkle Fahrt nach oben. Und eine schnelle Fahrt nach oben. Und einen Sekundenspoiler. Wir werden jetzt gleich Breen treffen. Also, das hoffe ich. Kann sein, dass nochmal eine Szene davor kam, aber ich denke, wir werden jetzt gleich Breen treffen. Wenn diese Fahrt zu Ende ist. Loading. Warum ist das O so? Ich will's nicht wissen. So, da habt ihr.